Peace, Leute. Guten Abend. Ich bin's wieder, Chris. Bisschen erkältet, aber ist egal. Video von mir, für euch. Heute habe ich ein Paket bekommen. Und zwar habe ich das bekommen vom lieben Alex von Hooker Support. Liebe Grüße an dich, Alex. Vielen Dank nochmal dafür. Die Runde letztens im Skype mit dem Felix. 1A. Ja, und zwar geht's heute um den. Boah, man kann es gar nicht mehr richtig erkennen. Wahrscheinlich in der Kamera vielleicht gar nicht. Nein. Um den Alvaha Blumellen. Blumellen. Ich habe noch ein paar mehr Shots bekommen, aber die verrate ich noch nicht. Die kommen dann irgendwann die Tage. Kommen wir mal zum Geruch und zum Aussehen. Schnitt zeige ich euch direkt. Alter, spiegelt ja mal überkrass. Schnitt ist ziemlich fein. Eigentlich aber ziemlich untypisch so. Und überfeucht, ne? Ich mache da nochmal ein Bild und zeige euch das dann im Video, wie das im Kopf aussah. Geruchlich, das Ganze. Wenn ich überhaupt was rieche jetzt mit meiner zu Nase so. Ja, also im Vordergrund auf jeden Fall im Geruch die Honigmelone. Blaubeere geht irgendwie völlig verloren. Eigentlich schade. Aber die Honigmelone riecht super lecker. Also nicht zu vergleichen mit dem von Nakla. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das riecht richtig süß, richtig fruchtig. Eigentlich super lecker, ne? Ja. Setup. Ich rauche mit meiner PNG 55, Standard wie immer. Dem KS Glasmundstück, dem Batscha-Tonkopf und drei Pricos, zwei Lagen Havanna-Alu. Komm mal zum Rauch und zum Geschmack. Ja, rauchlich. Muss ich nichts mehr dazu sagen? Rauchlich. Chris, du Depp. Rauch muss ich nichts mehr zu sagen. Das ist einfach typisch. Schöne weiße Wolken. Ja, geschmacklich. Ist wie im Geruch. Die Honigmelone überwiegt alles. Blaubeere ist überhaupt nicht da. Leider richtig traurig. Vielleicht könnte man sich den noch ein bisschen mischen mit einem guten Blaubeer-Tabak, vielleicht Mizzo. Aber dann wirklich nur einen Tick Blaubeere rein und dann denke ich mal, passt das schon. Ansonsten ist die Honigmelone super süß. Beim Einatmen hat man so ein bisschen so einen herben Touch. Und beim Ausatmen ist das super lecker und super fruchtig. Also ich finde den Tabak richtig geil eigentlich so. Aber wie gesagt, Blumellen, naja, hätte ich einfach schon was Besseres einfallen lassen können. Jo, da bin ich wieder. Entschuldigung für den kleinen Schnitt. Ist gerade was dazwischen gekommen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, beim Geschmack. Ja, habe ich ja schon gesagt. Honigmelone, Blaubeere gar nicht. Im Grunde wäre es ein richtig guter Honigmelon-Tabak. Wenn der Name nicht wäre. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Man, jetzt bin ich total aus dem Konzept. Ist ja unfassbar. Ja. Boah, ey, krass.
Auf jeden Fall, kauft euch den Tabak. Wenn ihr auf Honigmelonen steht, ist das richtig gut. Da könnt ihr euch aber auch den Nackler Honigmelonen holen. Das ist quasi kein Ding. Probierempfehlungen gehen auf jeden Fall raus. Aber es sind so 8, 7, 8 Punkte von 10. Einfach aus dem Grund, dass es die Blaubeere fehlt. Ja. Jo, dann war es das wieder von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt frisch. Grüße gehen raus an Alex und Felix, Shisha Schmidti, Hugo Support. Ja, und an den ganzen Rest. Ihr wisst es. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und schönen Abend noch, schönen Tag noch, was auch immer.